Hallo Leute, jetzt wird der letzte Weizen für dieses Jahr gesät. Hier liegen die Rüben und hier ist gegrubbert worden. Und da oben ziehen die Gänse oder was immer es ist. Genau weiß ich es nicht. Scheint offensichtlich Winter zu werden. Und hier haben wir unser Schätzchen mal rausgeholt. Ein Trecker, 30 Jahre alt, aber zu schade für den Schrott. Oh, da oben ist jetzt richtig was los. Und da hinten steht dann die Sämaschine. Da gehen wir jetzt mal hin. Das hier ist jetzt die Bodenstation fürs GPS. Damit können wir auf 2 cm genau fahren. Und die Antenne vom Traktor ist oben drauf. Der Boden ist schon schön angetrocknet. Wir haben heute Morgen gegrubbert. Und so wie die Luft jetzt ist, wird das ein wunderbares Saatbett. Oder gibt es dagegen was zu meckern? Was meinen die Profis?